Hey Leute, hier ist wieder euer Reloads mit unglaublichen Nachrichten. Der SysCon K ist public. Was das zu bedeuten hat, das weiß ich selber noch nicht ganz. Auf jeden Fall sind damit jetzt völlig neue Möglichkeiten offen. Es ist ein riesen Fortschritt für die gesamte PS3-Szene. Und um euch mal ein bisschen Klarheit zu schaffen, was das bedeuten kann, hier unten ein Kommentar von Habib, der auch sehr viel gemacht hat, sehr viel entwickelt hat, sehr bekannt ist, schreibt, dass es bedeuten könnte, dass es bald CFW für die 3K und 4K Modelle geben könnte. Das bedeutet die neueren Slim-Modelle und Super-Slim-Modelle. Es kann aber auch noch viel, viel mehr bedeuten. Ich habe das mal ein bisschen durchgelesen hier. Bis jetzt wissen die Developer teilweise auch selber nicht, was daraus wird, ob das benutzt wird, wie das benutzt wird. Es gibt leider auch nicht sehr viele, die sich damit auskennen. Aber ich denke mal, irgendwer wird sich der Sache schon annehmen von den Developern. Ich hoffe es zumindest. Und dann kann da was sehr Großes daraus entstehen. Nicht nur für die neueren PS3-Modelle, sondern das sind auch sehr gute News für die Leute, die bereits CFW haben oder von älteren Modellen haben. Es sind da Sachen möglich, an die haben wir bis jetzt noch gar nicht gedacht. Wie gesagt, ob das dann auch umgesetzt wird, ist die andere Frage. Aber es wird auf jeden Fall was passieren, davon gehe ich eigentlich aus. Für euch bedeutet das auf keinen Fall updaten, bleibt auf der Version, auf der ihr jetzt gerade seid. Ich werde euch da auch nochmal das Video verlinken, wo ich gezeigt habe, wie ihr den DNS einfügt und trotzdem weiterhin online gehen könnt, auch wenn es ein Update gibt. Installiert euch keine Updates von Sony mehr ab dem jetzigen Punkt, denn Sony könnte es vielleicht patchen. Egal ob ihr auf 4.84 seid, ob ihr auf 4.82 seid, egal auf welcher Firmware ihr jetzt gerade seid, bleibt dort. Nicht updaten. Denn wie ihr hoffentlich wisst, ist es nicht möglich mit der PS3 ohne eine 3-Flasher und ohne schon vorher J-Rake down zu graden. Wenn ihr also auf die neueste OOV von Sony updatet, könnt ihr nicht wieder zurückgehen. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, was daraus wird. Also, wer es noch nicht gemacht hat, ein Abo wäre cool und aktiviert die Glocke, damit ihr so ein Video, wo ich dann noch mehr Informationen habe, nicht verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Reloads.